Grashüpper. Weiter. Gerettet. Ach herrlich, Sommer 2021, die Sonne scheint, Visi fahren macht so viel Spaß. Wären da nur nicht diese klappernden Scheiben. Ach, wenn es dafür doch nur eine tolle Lösung geben würde. Und ja, es gibt eine richtig coole Lösung und damit herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute mal ein Video rund um den Twizy. Ich verlinke euch oben gerne nochmal das erste Video zu den Korea-Scheiben, wie ich sie montiert habe, wo es sie hergibt. Und da habe ich auch die Möglichkeit aufgezeigt, Silikonbänder an die Scheiben zu machen. Das funktioniert nicht nur bei den Korea-Scheiben, sondern auch bei allen anderen Scheiben. Mittlerweile gibt es ja verschiedene Lösungen über Magnete, die die Scheiben dran halten, Klettbänder bis hin zu diesen Silikonbändern, dessen Lösung ich im Grunde am besten finde. Das Problem bei den Klettbändern war tatsächlich der Sommer. Hier drin wurde es relativ warm und der Klebstoff hat sozusagen diese Klettpads abgelöst, wo man dann diese Bänder dran ranklettet und dann hingen die nur noch runter und ich konnte die Bänder nicht mehr richtig fixieren. Dadurch haben dann die Scheiben halt auch geklappert wie Sau und es musste einfach eine andere Lösung her. Boah, ätzend! Ich habe gesehen, dass der Luis, der mir die Korea-Scheiben auch zugesandt hat, eine bessere Lösung für diese Klettbänder im Programm hat. Und daraufhin habe ich ihn gleich angeschrieben. Ich habe mir gedacht, bestellst du mal so einen Satz, habe dann aber relativ schnell feststellen müssen, dass der Versand einen Großteil des Preises ausmacht. Das heißt, ich bin über meinen Schatten nicht springen können und habe dann einfach ein paar mehr Sets bestellt, einfach, dass es sich lohnt, überhaupt diesen Versand aus Korea. Also wenn ihr Interesse an diesem Satz habt, meldet euch gerne bei mir. E-Mail und so schreibe ich gerne drunter, schickt mir eine Nachricht und dann könnt ihr die gern deutlich günstiger bei mir erwerben. Angekommen an meinem Lieblingswindrad möchte ich euch einmal gerne zeigen, wie wir die Sachen montieren, ob an den Korea-Scheiben oder an den Scheiben, die ihr bereits habt. Alles gar kein Problem. An meinem Lieblingswindrad war es ein bisschen zu hell, deswegen bin ich jetzt hier nochmal in den Schatten gewechselt und wir fangen gleich mal an mit dem Lieferumfang. Ihr bekommt 4 solche Hakenclips. Relativ easy, könnte man rein theoretisch praktisch auch selber bauen, wenn man das möchte. Ich bin jetzt ja technisch nicht so wahnsinnig versiert. Ich habe mir jetzt einfach eingekauft. Also wir haben jetzt einen kleinen Haken, wo daher der Gummi eingehangen wird und das klemmen wir dann hinter die Fassade. Davon haben wir 4 Stück und wir haben im Lieferumfang natürlich auch 4 Silikonringe, 2 für jede Scheibe. Dann fange ich mal damit an, die Ringe an die Scheibe zu bringen. Und das geht am besten von außen. Wenn ihr die Korea-Scheiben habt, dann habt ihr schon jeweils 4 Bohrungen. Da waren vorher die Stripes drin mit dem Klettband und da kommen jetzt die Silikonringe rein. Das Einfachste ist, den Silikonring von innen nach außen zu schieben, dann von außen wieder nach innen und innen drin dann einfach durch die Schlaufe ziehen, einmal festziehen und dann habt ihr es auch schon geschafft. Bei dem hinteren Teil genau das Gleiche, also wieder von innen nach außen, einmal zurückfädeln und dann wird das Ganze nochmal festgezogen. Das schafft ihr sogar mit einer Hand und sogar mit links. Da bin ich überzeugt. Der zweite Schritt gestaltet sich ein bisschen schwieriger. Dazu müssen wir jetzt hier diese Verkleidung leicht abhebeln, um dann den Haken dahinter zu befestigen. Und dazu eignet sich die Schnalle des Gurtes ganz gut. Wir können das jetzt hier etwas vorheben und dann schaue ich, dass ich jetzt hier direkt da ansetze, wo auch der Silikonring von außen dran kommt. Dann wird das ganze Teil raufgeschoben und wieder zurückgesetzt. Das war's schon. Alter Vater, komm da nicht hinter. Oh Gott. Aha. Ach man, oh. Also vorne gestaltet sich das tatsächlich ein bisschen schwieriger. Also ich würde jetzt den Haken hier mittig einhängen und dann dahin schieben, wo ich ihn gebrauchen kann. Zack. So geht's. Wenn die Haken sich hin und her schieben lassen sollen, dann würde ich empfehlen, das hier mit 2 Fingern einfach nochmal ein bisschen zusammenzudrücken und dann ist die Spannung ein bisschen größer und dann bleibt er auch da, wo er tatsächlich hin soll. Wenn man die Finger erstmal hinter hat, ist es nicht mehr so wahnsinnig schwierig. Dann kann man sich hier so nach hinten tasten. Und hier ist er jetzt ein bisschen zu locker. Das heißt, ich biege den jetzt noch mal ein bisschen nach und dann sitzt er deutlich fester.
So sieht das Ganze dann nach dem Umbau aus. Alles ist wunderbar fest, ist genau die richtige Spannung, die wir brauchen. Nicht zu doll und nicht zu wenig. Also eine ziemlich geniale Sache, wie ich finde. Wenn ihr dann die Tür zumacht, dann braucht ihr nur einfach in den Ring reingreifen und das Teil über das andere schieben. Und dann seid ihr klapperfrei und sicher unterwegs. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt mal eine richtig ordentlich ruppelige Probefahrt. So, jetzt gibt es die Stunde der Wahrheit. Wahnsinn. Wie ein anderes Auto. Ja? Es klappert nichts mehr. Man hört ganz fein noch diese Schiebescheiben in der Scheibe selbst. Aber ansonsten ist alles wunderbar fest. Es ist unheimlich leise. Wahnsinn. Also so ein kleines Teil und so eine tolle Wirkung. Hammer. Ich bin begeistert. Also ich werde die Dinger auf jeden Fall nicht mehr ausbauen. Wenn ihr auch so eine Teile haben wollt, meldet euch bei mir. Ich habe noch ein paar da, kann euch die gerne zukommen lassen für ein paar Euro Versand dazu. Habt ihr die und könnt die an eure Scheiben ranbauen. Die passen natürlich auch an die Elia-Scheiben, die passen an Tri-Rain, wie die alle heißen. Ihr müsstet dann eventuell irgendwie zwei Löcher bohren, aber auch da passen sie wunderbar ran. Also für alle Scheiben im Grunde eine ziemlich geniale Lösung. Das war es auch schon wieder mit dem Scheibenverbesserungstest hier an meiner Stelle. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Lasst doch ein Abo da, wenn ihr schon mal hier seid. Und ja, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.